Hi, ich bin der Brian von Alpha Tierchen, Foto- und Videoproduktion. Willkommen zum zweiten Teil meiner YouTube-Reihe zur Sony A7S III. Das Besondere an der S3 ist ja, dass sie massiv auf Video ausgelegt ist und kein so typischer Hybrid ist, wie wir es von der Sony A7 M3 kennen oder einer Panasonic S5, einer Z6 von Nikon, einer Canon R6. Die sind sowohl auf Foto wie auch Video ausgelegt. Ist sie deswegen nicht fototauglich? Das kann man so nicht sehen. Für die normalen Pixelpieper unter den meisten Fotografen ist die Kamera völlig ungeeignet. Die gehen dann lieber mit einer A4 oder anderen Boliden mit 40, 50, 60 Megapixeln. Bin ich aber Eventfotograf oder ein Fotograf, der sehr viel Dokumentation durchführen muss, in schummrigen Umgebungen, bei schlechtem Licht, Oper, Theater, Ballett, Aufführung, Events in der Richtung, dann ist die Kamera ein absoluter Pluspunkt, denn die Performance des Sensors macht sich ja mit dem Dynamikverhalten, dem Rauschverhalten nicht nur bei Video bemerkbar, sondern ist auch äußerst positiv in Situationen, wo man fotografieren muss. Und da zeigt die Kamera auch ihre Stärken. Wenn ich nicht vorhabe, Posterdrucke mit dem Material herzustellen, dann reichen die 12,2 Megapixel vollkommen aus, um sehr, sehr gute Fotos abzuliefern. Und ich glaube, dass auch für Hochzeitsfotografen oft die Situation es verlangt, eine Kamera zu haben, die eher lichtempfindlicher ist, mit einem höheren Dynamikumfang, als wahnsinnig viele Megapixel zu haben. Denn am Ende interessiert es den Kunden nicht, wie viel Megapixel die Kamera hat, sondern ob die Stimmung rübergebracht wurde. Und das kann man bei Veranstaltungen, die im Dunkeln spielen, mit einer S3 viel, viel leichter bewerkstelligen als mit jedem anderen Modell. Und daher glaube ich, dass diese Kamera auch im Fotobereich Liebhaber finden wird. Die Videoeigenschaften habe ich ja schon ein bisschen beim Sensor angesprochen. Die Kamera filmt nicht nur mit 120 oder 100 FPS in 4K, sondern in Full HD schafft sie sogar 200 oder 240, jeweils in PAL oder NTSC. Die Hauttöne sind deutlich besser geworden. Das zieht sich durch alle Videoprofile von Videoprofil abgeschaltet, von der 1 bis zur 10, egal ob es Standardprofile oder Logprofile sind. Es gibt kein Aufnahmelimit mehr. Der Base ISO bei den Log-Profilen wie S-Log 2 und 3 ist mittlerweile bei ISO 640. Das heißt, ihr müsst auch nicht ganz so starke ND-Filter verwenden oder die sinnlos hochschrauben. Gerade bei variablen ND-Filtern vermeidet man so die Ex-Pattern-Probleme. Die Log-Profile S-Log 2 und 3 sind bis ISO 40.000 absolut nutzbar und es gibt auch keinen merklichen Rolling Shutter mehr. In den folgenden Sequenzen seht ihr einen Vergleich der verschiedenen Fotoprofile zwischen der M3 und S3. Dabei habe ich im jeweiligen Fotoprofil im nativen ISO gefilmt. Hier sehen wir auch schon einen Unterschied zwischen der M3 und S3 auf technischer Basis. Denn wenn ihr mit 30 FPS 4K mit der M3 aufnehmt, croppt diese mit einem Faktor von 1,6. Das ist bei der S3 nicht mehr der Fall. Wie ihr seht, hat die S3 auch eine deutlich neutralere Farbwiedergabe und auch der interne Ton der S3 ist besser. Hier zum Vergleich eine Aufnahme der M3 und der S3. Das ist der Ton aus der M3. Picture Profile 7, S-Log 2 mit plus 2 überbelichtet, 30 FPS 4K. Und das ist der Ton aus der S3. Picture Profile 9, S-Log 3, 30 FPS 4K, eine 60stel Blende F4. Die internen Tonaufnahmen sind dabei unbearbeitet. Weder habe ich das Volumen angehoben, noch eine Noise Reduction oder einen Equalizer draufgelegt. Ein ganz besonders neues zu erwähnendes Feature in der S3 ist die Visualisierung der Record-Anzeige. Ihr habt jetzt nicht mehr nur einen kleinen Punkt, wo Rec daneben steht, sondern es wird ein großer roter Rahmen rundherum gelegt. Das muss ich sagen, ist eine geniale Sache. Das hätte Sony schon vor Jahren einführen sollen. Man sieht sofort, ob man aufnimmt oder nicht. Und das macht das Arbeiten mit der Kamera deutlich leichter und angenehmer.
Abschließend ist zur S3 noch eine Besonderheit zu erwähnen, denn dort ist der gleiche Sensor verbaut wie in der FX6 und diese verfügt über zwei native ISO-Stufen. Sony behauptet zwar, dass es in der S3 nicht der Fall ist, weil sie in der FX6 digital oder per Software angesteuert werden, aber rein physikalisch ist es ja der gleiche Sensor. Und verschiedene Tests, wie auch von Gerald and Dunn, haben bewiesen, dass die S3 genauso über zwei native ISO-Stufen verfügt. Beispielsweise in S-Log 2, ihr startet mit der ersten native ISO-Stufe von 640, dann geht ihr hoch, 800, 1600, 3200, ab 6400 ist schon ein recht deutliches Rauschen spürbar, aber wenn ihr auf 12800 geht, dann greift die zweite native ISO-Stufe und ihr habt wieder ein cleanes Bild. Und ab da könnt ihr auch wieder einige Stufen nach oben gehen, ohne dass merklich ein Rauschen spürbar ist. Und hier habe ich zum Vergleich einmal in den verschiedenen ISO-Stufen der S3 aufgenommen. Wundert euch nicht über das Flackern, denn ich hatte für einen YouTube-Test mit 30 FPS in 4K aufgenommen und die sind kein Teiler der 50 Hertz, mit denen unsere Straßenlaternen Licht wiedergeben. So, und da möchte ich euch nicht weiter zuschwafeln, lasst einfach mal die verschiedenen ISO-Stufen auf euch wirken. Bei ISO 40.000 habe ich das Bild auf HD heruntergebrochen, um das Rauschverhalten der S3 besser zu verdeutlichen. Das war der zweite Teil meiner YouTube-Reihe zur Sony A7 S3. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächsten Teile. Ich freue mich über ein Like und ein Abo von euch und wir sehen uns im nächsten Video.